Ich melde mich hier vom Sportforum Mittelsachsen an der Hochschule Mittweida. Bei mir ist Steve Theloge, einer der erfolgreichsten deutschen Schwimmern. Zu seinen Erfolgen zählen 9 deutsche Meisterschaften, 9 Europameisterschaften, mehrere Weltrekorde und 2 Bronzemedaillen bei den Olympischen Spielen in Sydney. Herr Theloge, bis heute sind Sie dem Schwimmsport treu geblieben. Sie arbeiten als Schwimmtrainer und haben Ihren eigenen Fanshop. Wie einfach ist es für Profisportler nach ihrer Karriere Fuß in der Wirtschaft zu fassen? Ganz so einfach kann man die Frage gar nicht beantworten. Erstmal muss man sagen, dass man durch den Sport viel Zeit, ich gerade im Schwimmbecken, zubringt. Da ist natürlich die Ausbildung doch hinten dran gestellt. Natürlich ist der Sport immer ein Sprungbrett für die weitere Zukunft. Und es ist natürlich schwierig, direkt nach dem Sport dort Fuß zu fassen im Geschäftsleben. Aber wie gesagt, man baut sich ja ein gewisses Netzwerk auch auf, wo hier auch die Hochschule relativ gut und führend drin ist. Ja, und so versucht man dann gewisse Geschäfte zu leiten oder durchzusetzen, durchzubringen. Und insgesamt ist es aber natürlich eine völlig andere Aufgabe als das eigentliche Schwimmen. Man denkt immer, erfolgreiche Sportler sind während und nach ihrer Karriere finanziell abgesichert. Inwieweit trifft das zu? Wie gut kann man denn allein von seinen Erfolgen leben? Das ist natürlich schon schwierig. Man darf jetzt den Schwimmsport oder ich sage mal allgemeine Sportarten, olympische Kernsportarten, Leichtathletik, viele andere Sportarten muss man da ein bisschen ausklammern zum Fußball oder zum Golfsport. Da ist man natürlich sicherlich finanziell nach der Karriere relativ weit vorne. Als Schwimmer musste man früher kämpfen, das muss man heute sicherlich auch und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum es im Leistungssport nicht mehr ganz so gut in Deutschland aussieht. Ja, also ich sag mal, es ist aber auch schwierig, wenn man selbst viel Geld verdienen würde oder hätte, sich zur Ruhe setzen kann, glaube ich, ein Sportler nie. Sie nehmen weiterhin immer noch aktiv an internationalen Wettkämpfen teil. Was ist Ihr nächstes Ziel? Oh, das ist halt, glaube ich, schon in 2 bis 3 Wochen die offene deutsche Meisterschaft. In Berlin findet die statt und ja, dort versuche ich mal mit meinen 36 Jahren die jüngeren Athleten noch ein bisschen zu ärgern und mal sehen, ob da das Finale klappt. Also Top 8 in Deutschland habe ich mir jetzt vorgenommen. Mal sehen, ob das funktioniert. Und was würden Sie denn jetzt jungen Sportlern mit auf den Weg geben? Ich glaube, der Lenin hat mal gesagt, lernen, lernen, nochmals lernen. Und ich würde sagen, ja, lernen, lernen, nochmals lernen, aber natürlich auch im Sport Training, Training, Training. Okay, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Danke.